zum ersten Mal hier. Und ich denke, es wird einen regen Austausch geben zwischen Kulturschaffenden, Managern und Kulturjournalisten. Zunächst freue ich mich natürlich, dass das dritte Denkfest nach Schwetzingen und Heidelberg jetzt in die älteste Stadt der Metropolregion Rhein-Neckar nach Worms gekommen ist, um hier neue Impulse in Sachen Kulturjournalismus aufzunehmen und neue Kontakte, neue Netzwerke zu knüpfen. Wir nehmen uns jedes Jahr zum Denkfest auch vor, besondere Themen abzuarbeiten, die eben eine große, breite Masse auch von Kulturinteressierten betrifft. Nun haben wir uns auf Kulturmarketing und Kulturjournalismus, aber vor allem eben auch im Aspekt der neuen sozialen Medien vorgenommen. Und uns gelungen, da wirklich eigentlich die entscheidenden Leute in Deutschland hierher zu bekommen, die eine Vorreiterrolle übernommen haben. Das Denkfest hat sich wirklich schon zu einer echten Marke entwickelt. Wir sehen ja, der Zuspruch steigt von Mal zu Mal. Und wir sagen ja hier in unserer Region, wenn etwas zum dritten Mal stattgefunden hat, ist es Tradition. Ich gehe jetzt mal auch davon aus, dass das Denkfest wirklich auch für die Zukunft sich fest etabliert hat. Ich finde, dass Thomas Kraus und sein Team das super machen, weil sie einfach eigentlich die Region sehr genau kennen und eigentlich eine große Vernetzung schaffen. Und es ist auch toll, wie viele Kollegen man trifft. Das Programm, was ich bisher mitgenommen habe, ist sehr inspirierend und auch gut. Frau Heil, die BASF unterstützt das Denkfest maßgeblich. Warum? Das hat natürlich mit der Grundidee der Metropolregion zu tun. Wie können wir die Menschen hier, die in Kultur unterwegs sind, miteinander vernetzen? Und das Denkfest ist eine sehr gute Einrichtung, um genau das zu erreichen und hat dazu noch einen ganz tollen Namen. Gemeinsam nachdenken, das ist ganz wichtig, um zu Lösungen zu kommen. Was kann das Denkfest leisten? Diese Debatte ist grenzenlos. Sie verortet sich, aber sie verortet sich nicht automatisch in diesen großen, hippen, urbanen Ballungsräumen. Sie ist eigentlich überall da, wo man ein Zelt aufschlägt und sagt, hier wollen wir denken. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das ist ja auch ein Vorteil, mit dem wir da immer konfrontiert werden. Und wenn das dann auch wirklich stattfindet, dann ist das ein weiterer Schritt hin zur Normalisierung des Umgangs mit diesen Phänomenen und ein weiterer Schritt hin zur Normalisierung der Erkenntnis, dass am Ende es die Inhalte sind, die kommuniziert werden. Und wenn Sie nur ein Kommunikationsmedium hatten, keine Inhalte, nutzt Ihnen das Medium auch nichts. Medien sind kein Selbstzweck. Medien machen auch nicht kreativ. Das Denkfest ist jetzt inzwischen ja zum dritten Mal durchgeführt worden und für mich ist es eigentlich einer der Höhepunkte des Jahres inzwischen hier in der Metropolregion. Wie läuft's? Wir sind erleichtert, wir sind entspannt. Die Leute fühlen sich hier wohl, das spürt man. Es gab tollen Input von den Referenten und von unserem Keynote-Speaker Dieter Gorni. Viele Leute da, gibt Gespräche, also ich bin hochzufrieden.